Ich begrüße euch zurück zu einem neuen Wochenbett-Alltags-Vlog von uns. Ich habe mir heute fest vorgenommen, die Kamera schon früh morgens anzuschmeißen. Wir haben jetzt 9 Uhr. Ich gehe jetzt erstmal gleich nach oben und mache mich fertig. Morgens ist es immer so, so hat sich's eingeschlichen. Die Maus ist ja heute 20 Tage alt. Echt, ist sie schon 20 Tage? Egal. Jedenfalls, dass ich morgens erst runtergehe mit Calvino Frühstück und so. Der hat ja Homeschooling. Und Bernd bleibt dann noch oben liegen mit der Maus. Und wenn die dann runterkommen, dann habe ich, also dann stille ich sie halt und mache sie fertig, waschen, umziehen und so. Und ich sehe dann immer noch so aus. Und jetzt schläft sie. Und nach dem Stillen ist sie dann immer ganz selig und schläft ein. Da ist sie. Das sind übrigens alles so alte Decken von Calvino. Was heißt alt? Als Babydecken von Calvino. Die nutzen wir weiter. Hat der Calvino leid, dass seiner Schwester, sagt er. Oh, habe ich dich jetzt angeweckt, du arme Maus. Ja, jedenfalls, er leiht das seiner Schwester, sagt er. Und deswegen hat sie halt blaue und grüne Decken viel. Egal. Eine rosane Decke haben wir geschenkt bekommen. Ja gut, ich nutze jetzt schnell die Zeit, gehe nach oben, mache mich fertig, lüfte das Schlafzimmer, mache das Bett. Und dann geht's hier weiter. Bernd ist übrigens ausliefern. Es wird nicht langweilig bei uns, sage ich euch. Den Staubsauger wollte ich in der Zeit anmachen hier. Unseren Roboter. Dann kann der hier saugen. Yay! Ich bin wieder ein halber Mensch und ich habe so, habt ihr in den letzten Videos, glaube ich, schon gesehen, so wieder Ausschlag am Kinn bekommen. Ich glaube, das ist jetzt halt durch diese Hormonumstellung nach der Schwangerschaft. Und deswegen, ich habe wieder Tagescreme drauf und mein Abdeckstift, weil das echt enorm war, diese Beulen und rot. Und weil ich das nicht immer morgens direkt schaffe. Und wenn ich dann vlogge und meinen Vlog nächsten Tag schneide, dann ärgere ich mich, dass ich diese Beulen nicht habe abschminken können. Deswegen habe ich jetzt einmal meine Tagescreme. Nehme ich immer diese. Und einmal meinen Abdeckstift. Nehme ich immer diesen hier mit nach unten genommen und stelle ihn hier in mein super geiles Gäste-WC. Alle Gäste sehen immer direkt, was los ist. Meine Ersatzstillpads, ich nehme immer die wiederverwendbaren, aber für Notfall nehme ich diese hier vom DM. Die, meine Binden und jetzt auch noch meine Pickelsachen. So, damit alle wissen, was hier los ist. Ja, egal. Nutzt ja nichts. Aber wenn es schnell gehen muss, dann kann ich mir wenigstens mein Gesicht ein bisschen abdecken. So. Okay. Staubsauger läuft. Hier hängen überall die Schneesachen. Es hat bei euch sicherlich auch geschneit. Und bei uns auch. Und Calvino, ja, der hat das total ausgenutzt. Der war ganz, ganz viel rodeln. Und ja, das ist ja auch so mit das Einzige, was man zurzeit machen kann, weil ja alles zu ist. Und es hat so lange nicht geschneit und wir haben so viele Jahre darauf gewartet, dass wieder Schnee ist. Und hat er gesagt, Mama, ich muss den ganzen Tag rodeln gehen, also abgesehen von Homeschooling. Und deswegen ist alles nass. Das ist ja quasi wie ein Freizeitpark. Wenn die einen Berg haben und Schnee haben und einen Schlitten haben, dann können die den ganzen Tag da runterrodeln. Richtig super, da habe ich mich richtig für ihn gefreut, dass er das machen konnte. Ja, ich räume jetzt hier ein bisschen auf. Der Tisch ist voll mit Krümel, kennt ihr wahrscheinlich selber. Und ich muss meine Eisentabletten noch nehmen. Die Hebamme hat gesagt, ich soll die weiternehmen, weil nächstes Mal, wenn ich zur Hebamme gehe, dann nehmen wir einen HB-Wert. Ich habe zwar nicht viel Blut verloren bei der Geburt, aber es kann ja nicht schaden. Und deswegen nehme ich weiterhin 3 Stück täglich. Und ich weiß gar nicht, wir haben noch gar keinen Hebammentermin ausgemacht. Da muss ich mich dann mal melden, wenn ich soweit bin. Und dann können wir die Kleine auch direkt nochmal wiegen. Ich wollte jetzt ein Dinkelbrot backen. Das Rezept entnehme ich von Chefkoch einfach. Ich zeige euch das, was ich mir da rausgesucht habe. Brauche ich einmal mein Handy. Also Chefkoch. Ihr wisst, wenn ich mal keine Ideen habe, dann immer Chefkoch. So, ich habe hier auch voll die Liste mit in meinem Kochbuch. Barbecue, Brotrezepte, Dips vegan, Dressing vegan, Backen vegan, vegan Hauptgericht, vegetarisch,
Weihnachtsbäckerei und Wurstvegan kann man ja auch selber machen. Jetzt fällt's auf, ne? Egal. Ihr kennt mich ja. So, Brotrezepte. Ich wollte nämlich ein Dinkelbrot machen. Und das heißt auch, oh, Werbung, die wollen wir nicht. Das heißt auch einfach Dinkelbrot. Sieht man's? Ja. Und dafür braucht man einfach nur Dinkelmehl, Hefe, Salz und Wasser. Sehr einfaches Rezept und da freue ich mich. Ich muss immer aufpassen durch das Stillen. Das bin ich gar nicht gewohnt, sonst sind die immer so klein. Und jetzt sind die so groß. Und beim Schneiden fällt mir das dann immer auf, dass ich da aufpassen muss. Ja, so, dann mache ich jetzt mal eben das Brot. Das dauert ja auch ein paar Stunden, bis es fertig ist. Ich nehme jetzt dieses Dinkelmehl. Es gibt ja verschiedene Typen. Da steht jetzt kein Typ bei diesem Rezept, sondern einfach nur... Achso, doch, sorry. Typ 1050 habe ich sogar. Aber es gibt ja auch 630 und so. Und ja, ich nehme jetzt halt das. Dann brauche ich Hefe. Unsere Küchenschränke sind immer noch nicht richtig eingeräumt. So, weil ihr wisst, wir haben ja die hier alle neu bekommen und die sind zum Teil immer noch leer. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen. Mal gucken, wann ich es mache. So, Hefe, dann Salz und 500 Milliliter Wasser. Ja, hier, real life, ne? Spülmaschine läuft, Spüle ist voll. Egal. So, warmes Wasser. Das dauert immer, weil wir kaum Wasserdruck haben. So, hier haben wir schon Essen aufgetaut für heute. Das ist eine Paprika-Rahmsoße. Die gibt es nachher entweder mit Nudeln oder mit Reis. Dann mache ich immer erst das Wasser in den Brotbackautomat, damit sich das Mehl unten nicht festsetzt beim Backen. Sonst hat man da so Mehlreste, weil die Teigkneter das da nicht wegholen. So, und dann mache ich, bevor ich das Mehl reingebe, direkt hier auf 10 Minuten kneten. Da. So. Erstmal nur ungefähr die Hälfte. Zweimal Hefe. Und Salz. Ich muss das mal eben mit zwei Händen machen. Ja, und das warte ich jetzt erstmal ab und dann kann ich gleich das Programm einstellen. Ich habe einen Schluck auf Baby auf dem Arm. Ich habe jetzt gerade mal Nudeln aufgesetzt. Ich habe euch erzählt, dass wir hier diese Soße aufgetaut haben. So eine Paprika-Rahmsoße für heute, dass wir nicht kochen müssen. Und es kam wieder alles anders als geplant heute und das sogar im Lockdown. Bernd war zum Laden gefahren und war auch drin, hatte da ein paar Sachen erledigt und dann hatte er aber was drin vergessen, ist rausgegangen, wollte wieder rein und dann ging die Tür nicht mehr auf. Da hat sich das irgendwie komplett verzogen durch die Kälte, weil wir haben jetzt hier, keine Ahnung, minus 17 Grad oder so. Ja, kam er nicht mehr rein und... stand dann da. Jetzt wartet er auf so einen Termin. Ja. Oh, hast du noch Hunger? Also er hat dann halt, keine Ahnung, Schlüsseldienst oder so angerufen, wartete auf einen Termin, ist jetzt eben nach Hause gekommen, bringt den Calvino zum Freund, damit er wieder rodeln kann. Ganz wichtig. Man muss den Schnee wirklich ausnutzen, vor allem im Lockdown, wo man nichts anders machen kann. Musste mal eben die Nudeln umrühren. Und ja, dann fährt er nochmal zum Laden. Ich glaube, dann hat er dann einen Termin, dass die Tür aufgemacht wird, weil der muss ja halt da rein. Nutzt ja nichts. Das war das. Dann, was war noch? Ach so, mein Video kam heute online, wo ich euch erzählt habe, dass wir mit Livia im Tragetuch spazieren waren und nach dem Spazieren hatte sie kalte Füße. Und da schreibt ihr mir jetzt alle, oder einige von euch, dafür gibt es Socken. Ja, warum habt ihr die denn auch immer nackt? Und natürlich, wenn wir mit ihr draußen spazieren gehen, erstmal an dem Tag, als wir waren, war es nicht so kalt wie jetzt, also nicht minus 14 Grad. Ja, Hunger, ich lege sie mal eben an. Also, es war nicht minus 14 Grad, sondern es waren, keine Ahnung, 8 Grad oder so. Und natürlich, wenn wir mit ihr draußen spazieren gehen, ist sie auch angezogen.
Ich gehe nicht nackt mit ihr spazieren. Die ist dann ganz normal angezogen, je nach Wetterlage, auch mit Strumpfhose, Socken und Pullover und so. Und dann halt im Tragetuch. Und ich hatte noch eine Decke drüber und eine Jacke drüber und so. Die war schon warm eingepackt und eine Mütze auf. Ich weiß, ihr meint das alle gut, aber ich gehe doch nicht mit meinem Kind nackig auf die Straße. Ja, gut, habe ich mich wieder gerechtfertigt. Habe ich mich jetzt zu gedrängt gefühlt, dass ich mich rechtfertige. Pötzelchen. Ja, aber die hat doch nicht gekotzt. Das macht ihn nie. Jetzt ist genervt, weil der Staubi. Ja, der läuft schon zum zweiten Mal, der Staubi. Wir gehen jetzt spazieren. Ach, zwei Hosen. Da. Meine Strickjacke. Und jetzt probiere ich meine Winterjacke an, ob die mir passt. Ich glaube, ich kriege die gar nicht zu. Ich habe Angst. Oh mein Gott. Oh Gott. Die geht zu. Aber ich bin ein bisschen specky. Ein bisschen Leberwurst. Aber egal, das ist so kalt. Ich lasse sie jetzt an. Bernd hat die Puppe vorne drin. Na, das war richtig, richtig kalt draußen. Es ist jetzt schon, also wir sind jetzt schon 1,5 Stunden oder so wieder hier. Oder wir hatten uns ein bisschen aufs Sofa gelegt. Calvino ist rodeln mit einem Freund. Habe ich euch das schon erzählt? Weiß ich gar nicht. Bernd holt ihn jetzt gerade ab. Und ich räume hier ein bisschen die Küche auf. Ja, und das war halt so richtig kalt draußen. Das war richtig schönes Wetter, weil halt minus 14 Grad oder so oder 15. Es war richtig strahlend blauer Himmel. Und wenn wir hier bei uns spazieren gehen, da war so richtig unberührter Schnee noch alles. Das war richtig schön. Man hat gar nicht mehr erkannt, also so hoch Schnee, dass man gar nicht erkannt hat, wo zum Beispiel ein Graben ist oder ein Loch. Es war einfach, man ist gelaufen und da, so zum Beispiel Smurfy ist so gelaufen und einmal zack war der so versenkt, ne? Oder auch ich hatte Gummistiefel an. Und dann bin ich in so einen Graben oder was auch immer, Loch rein und dann war mein ganzer Gummistiefel drin und dann war da ganz voll Schnee und so. Das sah so schön aus, weil der war von der Sonne so angestrahlt, der Schnee, und dann hat er so richtig geglitzert. Das war richtig toll. Und Bernd hatte ja die Kleine im Tragetuch bei sich vorne in der Jacke drin. Ja, und ich hatte meine Leberwurstjacke an. Aber egal, die hat richtig schön gewärmt. Also im Gegensatz zu der Tragejacke, also das ist unglaublich. Ich habe nicht gefroren. Ich hatte eine Leggings an, eine Umstandsleggings, eine Umstandsjeans und meine normale Wellensteinjacke. Also nicht diese Umstandstragejacke. Und mir war nicht kalt, obwohl so kalt draußen war. Ja, und die Maus hatte wieder kalte Füße, als wir wiedergekommen sind, obwohl wir nicht lange spazieren waren. Und die bei Bernd war. Und sie dick angezogen war, natürlich. Aber dann haben wir jetzt schön auf dem Sofa gekuschelt. Ich habe sie ganz viel gestillt. Und ja, jetzt schläft sie ganz satt und zufrieden. Ist sie glücklich. Achso, ich wollte euch das Brot noch zeigen. Seht ihr mich hier? Mein Dinkelbrot. Ich habe da noch Leinsamen reingemacht. Und wie heißen die? Kürbiskerne. Ich schneide das gleich mal auf, dann zeige ich euch das. Und so sieht das jetzt angeschnitten aus. Und es riecht richtig lecker. Das duftet, sage ich euch, total toll. Da freue ich mich nachher aufs Abendbrot. Und im Hintergrund seht ihr, ich habe mir noch einen Snack gemacht. Der Maulwurfkuchen von gestern, der ist so lecker. Allerdings hat er zu viel Sahne. Also nächstes Mal mache ich die Hälfte von dem Dings, von der Sahne. Ihr seht das auch hier. Oder halt doppelt so viele Bananen und doppelt so viel Teig. Dann geht's auch. Also das ist mir zu viel. So sahnig bin ich dann doch nicht. Ich lasse das dann halt über, weil ja, muss ich mir ja nicht reinzwängen. Ich bin gerade dabei, den Abendbrottisch zu decken für uns. Der Bernd habe ich ja erzählt, der holt gerade den Calvino ab. Und für mich habe ich wieder einen großen Salat gemacht. Ich
Ich habe hier noch Sprossen, meine Lieblingssprossen, Alfalfa-Sprossen. Habe ich neue gemacht und oh, die sind so lecker. Ich habe eine riesen Portion darunter. Ganz viel. Dann habe ich diese Brechbohnen, Paprika, Tomate, ein bisschen Eisbergsalat, eine Möhre und ich glaube, das war's. Und als Dressing mache ich mir immer jetzt hier dieses Glas voll. Das ist einfach so ein Tütchen Paprika-Dressing. Und ja, dazu gibt es halt Brot mit verschiedenen Auflagen. Hier ist noch ein bisschen Rührei und verschiedene Salamisorten. Das ist Rügenwalder Mühle, das ist von Hobels und das ist von Real, diese neue Eigenmarke. Die mag der Bernd sehr gerne. Die kann man sogar auf Pizza machen. Sehr gut. Ja, und die Maus wird, glaube ich, gerade wach. Oder ich habe sie gehört, ich weiß es nicht. Na, träumt noch die süße Maus. Ja, die wird noch weiter schlafen. Ja, und Bernd und Calvino hat sich direkt für morgen wieder verabredet. Wir haben geplant, morgen mit seinem Freund, wo er jetzt war, in einen anderen Ort zu fahren. Das ist nicht weit von uns. Aber da ist halt ein richtig schöner Berg, wo die rodeln können. Und dann ist da auch ein kleiner Tierpark. Da könnten dann halt die Jungs rodeln und wir könnten mit einem Smurfy, da dürfen Hunde auch rein, obwohl der Tierpark überhaupt auf ist. Wenn nicht, kann man da auch so spazieren gehen. Genau, dann gehen wir da spazieren und die Jungs können rodeln. Ja gut, meine Lieben, ich würde mich jetzt vom Vlog verabschieden. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!